Ich bin's, Aurelia aus dem Stadtmuseum. Oh, ich habe euch heute jemanden mitgebracht. Ihn hier, mein kleiner Freund. Heute stelle ich mir die Frage, warum wird Gold eigentlich so dünn geschlagen? Und deswegen ist er heute hier. Guck mal, der sieht aus, als wäre er ganz aus Gold. Ist er aber gar nicht. Ich bin aus Gold. Nein, er ist nicht ganz aus Gold, auch wenn er nur so aussieht. Und das könnt ihr hier sehen, dass er eigentlich aus Gips ist und nur mit Gold überzogen. Und deswegen macht man Gold auch so dünn, damit Dinge, die aus Holz oder Stein oder Eisen oder Gips sind, mit Gold überzogen werden können. Und dann sehen die so aus, als wären die aus Gold. Das ist dann gemogelt. Und jetzt zeige ich euch noch da drüben was, den heiligen Thaddäus. Aber du bleibst hier, du darfst nicht mit. Seht ihr den Typen da hinter mir in dem Glaskasten? Das ist der heilige Thaddäus. Der hat nicht nur voll schöne Haare, sondern der hat auch noch einen ganz goldenen Umhang. Und der ist nicht aus Gold, das weiß ich bestimmt. Der ist aus Holz geschnitzt und schön angemalt und dann mit Gold überzogen. Und dann sieht das aus, als wäre das echt. Und deswegen macht man